Wir haben heute schon den 19. Dezember. Ja, in 5 Tagen ist schon Weihnachten und wir schauen mal, was wir basteln. Heute gibt es ein Dashboard für unseren Planer. Um das Dashboard zu erstellen, brauchen wir ein dickeres Papier, dann Laminierfolie und das Dashboard selber. Ihr müsst das nicht nehmen. Ihr könnt natürlich auch hier einfach auf dem dickeren Papier Sticker draufkleben, malen, was immer ihr mögt. Also ihr müsst das nicht haben, aber wenn ihr wollt, das gibt's im Shop. Dann habe ich hier noch einen Stift, um gleich hier einfach die Löcher zu markieren für das Dashboard. Und dann habe ich noch hier von Raya diesen Locher. Der ist sehr gut, um hinterher die ganzen Löcher hier an den Rand zu kriegen. Ja, und dann wollen wir mal loslegen. Also nehmen wir jetzt einfach das dicke Papier und klebe mein Dashboard auf dieses Papier drauf. So, jetzt schneide ich das noch einmal ab an den Seiten. Jetzt packen wir das Dashboard in die Laminierfolie, natürlich schön nach unten und achtet darauf, dass das richtig gut hier dran ist, damit ihr gleich das ordentlich laminiert habt. Ja, jetzt mache ich das mit der geschlossenen Seite nach hinten hier rein. So, fertig ist das Dashboard. Wenn es laminiert ist, ist das natürlich gut, weil dann kann man es halt noch abwischen. Jetzt müssen wir es nur noch einmal schneiden. Ich lasse jetzt so einen kleinen Rand drumherum. Ganz klein. Sonst passt es ja wieder nicht rein. So, fertig ist das Dashboard. Jetzt brauchen wir nur noch einmal das hier drauflegen, um Löcher reinzumachen. Und das passe ich jetzt hier einfach an dem Dashboard an. Ich habe vorhin gezählt, das sind von unten 10 Löcher und von oben 9 in meinem Planer. Aber das könnt ihr natürlich, je nachdem wie das bei euch ist, machen. So, jetzt habe ich die 2 schwarzen Punkte und dann mache ich hier einfach 2 Löcher mit rein und das war es auch schon. Fertig ist unser Dashboard.
Wenn es euch gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt und vielleicht unseren YouTube-Kanal abonniert. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss!